Hey, ich habe heute mein erstes Halloween-Tutorial dieses Jahr für euch. Für alle, die sich fragen, warum meine Haut gerade so unrein ist, ich bin ein pubertierendes Mädchen. Ich versuche schon was zu machen dran, aber bitte schreibt es nicht unten in die Kommentare. Sehr, sehr schön. Und noch eine Sache vorweg, zieht euch etwas an, was dreckig werden darf und was von mir aus auch weggeworfen werden kann, denn es könnte sein, dass diese Angelegenheit etwas blutig wird und dann wäre es blöd, wenn ihr euer schönstes Top anhabt. Deswegen denkt das, habt das im Kopf. Wir fangen damit an, uns ganz normal Foundation aufzutragen, also nichts anderes, nicht zu hell, nicht zu dunkel, einfach die ganz normale. Und das mache ich mit einem Beauty Blender, aber macht das mit euren Fingern, wenn ihr möchtet, also wie ihr möchtet. Und dann kommt eine etwas dunklere Foundation. Ich habe jetzt hier so eine BB Cream und die habe ich mit so einem Foundation Pinsel an manchen Stellen so leicht aufgetupft, sodass es ein bisschen dreckig aussieht. Also wenn ihr euch Zombies anseht, die sind nicht so sauber. Dann habe ich mir etwas Latex genommen. Und falls ihr kein Latex habt, könnt ihr das Ganze mit einer Peel-Off-Maske ausprobieren. Das funktioniert nicht so gut, weil sie nicht so trocknet wie Latex, aber es ist so eine Alternative. Ihr könnt das Ganze natürlich auch weglassen, aber dann wird es nicht so gut. Und keine Angst, es werden noch Tutorials kommen ohne Latex, komplett ohne. Aber die habe ich einfach an Stellen aufgetragen, wo ich später eine Wunde haben möchte. Dann habe ich mit einem lila Lidschatten meine Augen so ein bisschen umrandet, sodass es aussieht, als hätte ich ziemlich starke Augenringe. Dann habe ich mir eine matt trocknende Lipcreme genommen und habe das etwas unter meinem Auge verteilt, damit es noch etwas roter war. Ich habe jetzt hier die Farbe 02 Berry, ich glaube, heißt die. Und ich habe die auch noch etwas nah an meinen Wimpernkranz gegeben, damit das Ganze noch so ein bisschen verstärkt wurde. Und das Ganze habe ich dann immer noch verblendet. Es tut mir übrigens leid, dass ich immer nach unten geguckt habe. Ich hatte da unten meinen Spiegel stehen und habe nicht so dran gedacht, dass ich hätte nach oben gucken sollen. Und dann habe ich mir auch noch mit einem Eyeliner so Adern versucht zu ziehen. Ich fand das aber nicht so gut, deswegen habe ich es wieder etwas verblendet, sodass man es nicht so doll gesehen hat. Und dann habe ich auch noch meine Lippenfarbe neutralisiert mit einer Foundation und habe dann mit dem Kajal noch meine obere Wasserlinie schwarz gemacht und dann auch noch so eine Art Mund mit einem Eyeliner gezogen. Und dann habe ich auch noch Zähne reingezeichnet. Die müssten gar nicht gerade sein oder gleichmäßig. Macht das einfach, wie ihr das gerne habt. Und dann habe ich noch die Zwischenräume mit Schwarz ausgefüllt. Das war in diesem Fall ein flüssiger Eyeliner. Und dann habe ich mir etwas von einer Gesichts-Halloween-Farbe genommen, in diesem Fall weiß, und habe damit die Zähne noch ausgefüllt und dann noch mit Braun etwas dreckiger alles gemacht. Um den Mund habe ich dann noch etwas Latex gemacht, damit ich später so das Ganze abziehen kann und so weiter, also dass es noch echter aussieht. Und dann habe ich das trocknen lassen und ich habe über die anderen Schichten, wo ich schon Latex drauf hatte, noch mehr Latex gegeben, damit ich das aufschneiden konnte. Und das habe ich dann auch noch trocknen lassen. Wenn das Latex trocken ist, sollte es relativ durchsichtig sein und dann könnt ihr es auch schon aufschneiden. Aber passt wirklich, wirklich auf, wenn ihr das Ganze aufschneidet, denn ihr könnt euch dabei selber schneiden. Das möchte ich wirklich nicht. Und dort, wo ihr dann eure richtige Haut wieder habt, könnt ihr etwas Braun drüber geben. Und das habe ich dann in der Mitte so ein bisschen verblendet, nachdem ich Kajal an die Seite noch gegeben habe, sodass es halt sehr, sehr tief und schon etwas trocken aussieht. Und dann habe ich noch Rot drüber gegeben und wieder ein bisschen verblendet. Und dann hatte ich meine erste Wunde auch schon. Dann habe ich das Ähnliche bei den anderen Sachen auch noch gemacht, also bei den anderen Wunden, bis auf die, die an meinem falschen Mund ist, die habe ich noch nicht aufgemacht. Und übrigens, ich wollte noch kurz vorweg sagen, ich bin kein Halloween-Make-up-Artist, wie ihr bestimmt schon bemerkt habt. Also ihr könnt das vielleicht auch viel besser als ich. Also bitte seht das Ganze nicht so eng. Thank you.
Dann habe ich oben, also an meinem falschen Mund, das Latex etwas abgezogen, unten übrigens auch, und habe dann noch diese Lip Cream auf meine Lippen gegeben, sodass sie etwas roter waren, und das habe ich mit einem Pinsel verblendet. Also wir wollen es nicht auf allen Lippen, aber so ein bisschen verteilt. Und dann habe ich das Schwarz noch ein bisschen nachgezogen. Außerdem bin ich noch etwas mit der Foundation rübergegangen, mit der dunkleren, und habe mir ein paar Striche reingezogen, sodass es noch dreckiger aussah. Und dann geht es auch schon ans Kunstblut, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ich habe etwas in die Wunden getropft, aber ihr könnt so viel Kunstblut benutzen, wie ihr möchtet. Passt nur darauf auf, dass ihr nicht euer ganzes Zimmer voll mit Kunstblut macht, sondern ein Handtuch oder so drunter haltet. Und wenn ihr gerade auch kein Kunstblut da habt, ist ein Link in der Infobox, wie ihr Kunstblut selber machen könnt. Und übrigens, ich verlinke euch meinen Kunstblut und Latex in der Infobox. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt schon aufhören, aber ich wollte noch etwas mehr machen, und deswegen habe ich etwas Latex nochmal um den Mund rumgegeben und mir dann etwas Watte genommen, sie zu einem langen, ich will nicht Würstchen sagen, aber es ist eins, zusammengerollt und dann um den Mund gegeben, sodass ich eine Anhöhung bei meinem falschen Mund hatte. Das habe ich wieder mit Latex umhüllt, und übrigens, Latex glänzt sehr, also ihr könnt es mit Puder abpudern. Und wenn das Ganze getrocknet ist, habe ich dann noch etwas Foundation drüber gegeben und das Ganze so ein bisschen in meine Haut eingeblendet, und dann sind wir fertig.